Das linke Bein legst, holst den Hund rum und gehst dann noch zwei Schritte zurück, bevor du in den Stand kommst. Du darfst bis zu drei kleine Schritte machen, weil wenn du machst es immer so, dass du den vorholst und sofort stehen bleibst und dann haben die es unheimlich schwer, dieses rumzumachen. Ah, Hund ist weg. Ja, also wichtig ist so, wirklich, wenn du diese Linie hast, dann darfst du von der Linie um nichts abweichen. Also du wirklich gehst, dir vornimmst, jetzt, Hund holen, 1, 2, sitz. Und mach es mit der linken Hand. Wenn du die rechte Hand hast, der Hund ist ja wie ein Ruder, das weißt du ja. So, jetzt nimmst du die rechte Hand, dann hat der Hund ja diesen Weg und zack, schon sitzt er schräg. Wirklich ruhig erst so richtig ran nochmal, ne? Sie jetzt wirklich nochmal festigen, sich gerade hinzusetzen, ne? Okay, prima. Ja, super.